Herzlich willkommen zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. Mein Name ist Mirko Bock und heute sind wir in der allseits bekannten Stressbremse zusammen mit dem Inhaber Andreas Hömke und Hallo. Zusammen mit Heiko Steinmüller, allgemein bekannt unter Steini, selbst Betreiber einer Kneipe und auch Stadtvertreter. Und wir sind heute zusammengekommen, denn die Stressbremse soll geschlossen werden und zwar zum 31. Dezember. Andi, wie hat das alles angefangen? Ja, es hängt damit zusammen, dass dieses gesamte Karree, in dem sich auch die Stressbremse hier befindet, saniert werden soll und auch muss, das ist ohne Frage. Und in dem Zusammenhang dann aufgrund von gewissen Sachen eben diese Gaststätte oder diese Kneipe, ich will es mal als richtig aus Kneipe bezeichnen, raus soll und daraus Wohnungen gemacht werden soll, weil das wird gefördert und Gewerberaum wird eben nicht gefördert. Aus diesem Grunde habe ich dann rechtzeitig, also formgerecht auch die Kündigung erhalten zum 31.12. diesen Jahres, wo ich aber sage, das kann es nicht sein. Steini, wie bist du denn auf das Thema aufmerksam geworden? Naja, Andi sprach mich an, wir kennen uns natürlich und ja, sagte mir, du, ich soll da raus. Ich sag, naja, kann ja nicht sein, weil ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass jemand wirklich ernsthaft daran denkt, die letzte Kneipe auf dem Dreh auch noch platt zu machen. Und dann zeigte er mir das und stimmte. Ja, und seitdem kämpfen wir zusammen. Und wir gewinnen auch. Ich hoffe es. Und du hast es dann auch in den Ortsbeirat und in die Stadtvertretung mit eingebracht. Wieso? Was hat dich dazu motiviert? Da muss ich sagen, der Ortsbeirat ist von selber tätig geworden. Also wir haben das eigentlich in Zusammenarbeit gemacht, der Ortsbeirat und ich. Dann haben wir es in die Stadtvertretung gebracht, hatten hier auch einen, finde ich, einen sehr guten Entwurf, den wir eingebracht haben. Leider wurde er dann von verschiedenen Fraktionsmitgliedern anderer Fraktionen nicht so angenommen, sodass der zusammengestrichen wurde. Und am Ende ist ein sehr schwammiges Stück Papier herausgekommen, was in keinster Weise dazu dient, diese Kneipe wirklich nachhaltig zu retten. Hm. Andi, du bist natürlich wahrscheinlich erstmal froh, dass das jemand aufgenommen hat und in der Politik diskutiert wird. Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis bisher aus der Stadtvertretung? Also erstmal bin ich überhaupt zufrieden, dass dieses Thema angenommen wurde, denn man muss überlegen, jetzt muss sich schon eine Stadtvertretung damit beschäftigen, ob es eine Kneipe gibt oder nicht, was eigentlich Irrsinn ist in meinen Augen, dass die haben eigentlich andere Aufgaben. Deswegen freut es mich, dass sie das gemacht haben, dass es aufgenommen wurde, dass es auch gemeinsam beschlossen wurde, weil es muss einfach hier halt weitergehen auf dem großen Dreh. Steini, wieso ist das Thema für dich so irrsinnig hier auf dem Dreh? Naja, also wir sprechen von 31.000 Menschen ungefähr. In den letzten Jahren ist hier so gut wie alles an Infrastruktur in der Beziehung verschwunden. Jetzt soll die letzte auch noch verschwinden. Und wir alle haben ja immer so unsere Vorurteile im Kopf. Alle sprechen immer gerne darüber, was für ein Problemviertel der große Drehstoff wäre. Und jetzt sind wir gerade dabei, mit Hilfe eines Tochterunternehmens der Stadt, mit einem städtischen Betrieb, auch noch die letzte kulturelle Infrastruktur hier kaputt zu machen. Und das finde ich einfach, also ich finde es furchtbar. Ich finde da auch gar keine Worte für. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da jemanden gibt, der das ernsthaft in Betracht gezogen hat, damit einfach durchzukommen. Denn das geht natürlich nicht. Eine Stadt hat nicht nur eine Verantwortung dafür, den Bürgern eine Wohnung zu stellen, die natürlich ohne Frage sehr gewinnbringend vermietet werden können. Es geht auch immer um eine soziale und kulturelle Infrastruktur. Und die ist hier auf dem Dreh. Aber sowas von am Boden. Und da, also ich bin sehr erregt, weil ich einfach, ich finde keine Worte für diese, das ist fast eine Frechheit, überhaupt darüber nachzudenken. Wie soll es denn nach dem Ergebnis, das was jetzt bei der Stadtvertretung rausgekommen ist, wie soll es demnach weitergehen? Der einzig gangbare Weg ist, da bin ich sehr froh, dass sich der Bürgermeister damit beschäftigt, weil dann weiß ich, dann ist es in guten Händen. Der Bürgermeister muss jetzt Gespräche mit der WGS suchen und führen und Ziel muss es sein am Ende und das ist zwingend, eine Alternative zu schaffen. Also es kann nicht darum gehen, vielleicht ein Ausweichobjekt zu finden in einem anderen Stadtteil, wer weiß wo. Nein, wir müssen hier vor Ort, muss etwas getan werden. Und das muss das zwingende Ergebnis am Ende dieser Verhandlungen sein und das noch in diesem Jahr. Denn die Kündigung wurde zum 31.12. ausgesprochen. Was heißt, es besteht durchaus die Gefahr, dass auch auf Zeit gespielt werden kann, von wem auch immer. Und dann war es das. Damit ist wahrscheinlich klar, was eine Alternative wäre. Was wäre für dich, Andi, keine Alternative in diesem Fall? Also keine Alternative wäre wirklich, so wie Heiko das sagt und wie Steini das sagt, irgendwo anders. Das hier ist
ich sag mal, mein Kiez, um das mal so zu sagen. Und die Leute, die hierher kommen, die kommen schon seit Jahren und das ist ihre zweite Wohnstube hier. Das nützt mir nichts, wenn ich die im Neuzippendorf habe oder im Müsterholz. Das ist nicht akzeptabel. Es muss hier im ersten Bauabschnitt, sag ich mal, wie es früher mal hieß, also auf dem großen Dresch, hier muss irgendwie es weitergehen. Ja, und diese eine Kneipe zu erhalten, das glaube ich, das kann dann nur der Anfang sein. Ne, wie wir das auch in dem eigentlichen Antrag hatten, den wir zusammen mit dem Ortsverein, erarbeitet hatten, dass es diese eine geben muss, aber nicht nur. Und dafür, glaube ich, lohnt es sich, das Ganze in Kauf zu nehmen, denn am Ende werden wir ja doch gewinnen. Ja, und wichtig ist auch, dass es einen nahtlosen Übergang gibt. Das heißt also, ich kann es verstehen, dass die WGS sagt, innerhalb von 2 Monaten können wir jetzt nichts aus dem Boden stampfen und kriegen wir auch nichts irgendwie geregelt. Dass es dann aber heißt, okay, wir brauchen noch ein halbes Jahr, aber dieses halbe Jahr kann dann diese Kneipe noch existent bleiben, sprich aufbleiben und nicht zum 31.12. wirklich einen Cut zu machen. Sowas wäre dann tödlich, wenn man nach einem halben, dreiviertel Jahr wieder neu anfangen müsste. Das wäre wirklich ein kompletter Neuanfang, auch den Gästen gegenüber. Das ist also, es muss nahtlos weitergehen. Es ist ja auch etwas Besonderes, dass in der Stadtvertretung eigentlich Einigkeit herrschte beim Antrag, der natürlich, wie du sagst, aufgeweicht wurde. Aber noch existiert ja die Kneipe und wie reagieren die Menschen hier vor Ort darauf, auf diese Schließung? Ja, die sind traurig. Hier kommen einige an und sagen, wo soll ich dann hin? Ich sag mal, es ist kurios, aber die kommen abends mit ihrem Hund und trinken schnell ein Bierchen und gehen dann weiter. Und die sagen, wo sollen wir denn jetzt hin? Die treffen sich hier teilweise, klönen einen kleinen Moment und gehen wieder. Das ist nachher alles weg. Wo sollen sie dann hin? Alle anderen, ich sag mal, diese ganzen Imbisse, die wir hier haben, die schließen abends um 18, 19 Uhr. Ich mach dann auf. Ich bin dann der nahtlos das weiterführt, wo die Leute dann hinkommen können. Das ist dann alles schlagartig weg. Bis dahin, dass die Dartmannschaften, die hier trainieren von der Schweriner Kneipendartliga, ja dann auch sich andere Lokalitäten suchen müssen. Und wenn sie erst einmal weg sind, dann sind sie weg. Ja. Wie blickst du denn jetzt allgemein in die Zukunft? Positiv, weil eben Stadtvertretung schon mal tätig geworden ist oder eher sorgvoll? Nein, positiv. Also ich hatte am Wochenanfang ein längeres Telefonat mit dem Oberbürgermeister, der mich anrief und sich danach erkundigte, weil er dann auch mit der WGS verhandeln wollte und auch geredet hat. Also ich merke und sehe, dass doch da jetzt was passiert, dass da Bewegung reinkommt in die ganze Sache. Ich hoffe natürlich, dass das sich im Positiven nachher auch endet. Andi Steini, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin. Und auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich natürlich fürs Einschalten. Kommen Sie vorbei in die Stressbremse, solange sie noch da ist. Bis zum nächsten Mal.